traditioneller Umzug der Kreishandwerkerschaft Hameln-Pyrmont zur zentralen Einschreibefeier für die Lehrlinge des Jahrgangs 2013 und man trifft sich vor der Rattenfängerhalle am Europaplatz. Ja, Herr Steinmann, der Handwerker scheut kein schlechtes Wetter. Er ist ein Allwetterarbeiter, kriegt sogar Schlechtwettergeld. Aber was ist der Grund, warum Sie sich heute hier auf dem Europaplatz in Hameln versammeln? Ja, wir haben hier heute die Einschreibfeier für die neuen Lehrlinge, die jetzt ihre Ausbildung beginnen. Und das macht die Kreishandwerkerschaft für alle Innungen einmal im Jahr. Und als Kreishandwerksmeister bin ich sozusagen der Chef der ganzen Sache. Und wir gehen hier heute durch die Innenstadt in die Kirche, um diese Einschreibfeier im Gottesdienst zu feiern. Gibt es Schlechtwetterzulage? Nein, es gibt heute keine Schlechtwetterzulage. Das ist heute eine Pflichtveranstaltung für die Lehrlinge, wo sie dabei sein sollen. Ja, welche Zünfte sind denn vertreten? Geben Sie mal so Beispiele. Ja, es sind vertreten zum Beispiel die Bäcker, die Friseure, die Maurer, die Schlachter, die Heizungs- und Sanitärinstallateure, die Elektriker, also alles, was an Innungen hier so da ist. Insgesamt 14 verschiedene Innungen. Ist ein neues Berufsfeld dabei? Nein, es ist kein neues Berufsfeld dabei. Das sind alles gestandene Berufe, die hier im Landkreis Hameln-Pyrmont angeboten werden. Wie gut ist denn das Handwerk hier im Weserbergland verwurzelt? Oh, wir haben 1650 Betriebe etwa. Wir haben ungefähr 7500 Beschäftigte. Und wir haben insgesamt jetzt über alle drei Jahrgänge über 750 Auszubildende, die wir im Moment ausbilden. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Tag als Lehrling? Ich erinnere mich nicht an meinen ersten Tag als Lehrling, weil ich nicht gelernt habe. Ich habe studiert. Dafür haben Sie aber ziemlich weit gebracht. aber das ist ein gutes Stichwort. Viele junge Menschen stehen ja vor der Alternative. Studieren oder nun ein Handwerk erlernen. Dazu haben Sie sicher was zu sagen. Ja, Handwerk hat auf jeden Fall Zukunft mehr denn je. Denn die Nachwuchssorgen im Handwerk sind groß und die Anforderungen an Handwerk werden immer stärker. Wer ins Handwerk geht, hat einen sicheren Arbeitsplatz Zeit seines Lebens, hat einen interessanten Arbeitsplatz, weil er viel mit Menschen zu tun hat, jeden Tag was anderes machen kann, hat gute Aufstiegschancen, denn im Handwerk werden Führungskräfte zukünftig immer mehr gesucht. Von daher empfehle ich allen Eltern, nicht immer daran zu denken, ihre Kinder unbedingt zum Abitur zu treiben. Handwerk hat offene Türen und bietet hervorragende Chancen für ein zufriedenstellendes und wirklich gutes Leben. Wie ist denn die Auftragslage im Moment? Die Auftragslage ist auf einem hohen Niveau, schon seit drei Jahren jetzt mittlerweile. Also kann man sich nicht beklagen. Also ungefähr zwei Drittel der Handwerksbetriebe berichten über eine zufriedenstellende bis gute Auftragslage. Und wie schaut es im Baugewerbe aus? Das Baugewerbe ist dieses Jahr Träger der Konjunktur, denke ich mal. Das Baugewerbe hat dieses Jahr ordentlich zugelegt und ist dafür da oder sorgt im Moment dafür, dass diese Konjunktur so gut ist. Also gehen Sie mit Optimismus ins neue Jahr? Wir gehen mit Optimismus ins neue Jahr und wünschen unseren Lehrlingen viel Spaß und viel Erfolg in ihrer Lehre, dass sie die Gesellenprüfung bestehen und dass wir sie dann, wenn wir sie heute einschreiben, dann nach drei Jahren auch wieder ausschreiben können und in das Handwerk entlassen können. Als Lehrlingsrat der Baugewerksinnung Hameln-Stadt und Land habe ich praktisch den Auftrag, die Lehrlinge, sprich die Auszubildenden, im Laufe der Lehrzeit mit zu begleiten. Ich spreche und betone besonders Lehrzeit und ich spreche auch gerne von Lehrlingen, ohne zu diskriminieren. Vor dem Hintergrund, man lernt ja bis hin zur Gesellenprüfung und man lernt das ganze Leben darüber hinaus. Und von daher kann man einfach davon sprechen, dass der Mensch letztendlich lernt von Anbeginn bis zum Ende. Und dieses mit zu unterstützen, insbesondere und speziell in dem Handwerksberuf der Maurer, da bin ich als Lehrlingswart mit für zuständig. Im Wesentlichen aber diejenigen Lehrlinge, die halt letztendlich Geselle werden wollen.
Kurze Frage noch, und warum sind Sie so weiß gewandet? Ja, das sind so die alten Traditionen als Maurer. Maurer war früher die Farbe weiß, als weißer Anzug mit dann dementsprechend der Situation als Ausbilder, als Geselle, als Postengeselle oder Polier. Dann hatte man entsprechend einen hohen Hut und das bringt zum Ausdruck, sage ich mal, als Meister oder Polier bestimmte Gruppen dann zu führen in der Arbeit. Und von daher ist das zunftmäßig die Dinge oder die Kluft, die ich traditionsmäßig auch gerne nach außen hin tragen möchte. Okay, er hat noch keinen Hut auf, aber das kann vielleicht noch werden. Wer sind Sie und was wollen Sie künftig machen? Ja, ich bin Oliver Waltemate, werde Maurer, ja, und will mal sehen, wie ich dann noch weiterkomme, ne? Und wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 17 Jahre, werde im Februar 18. Und wie lange wird die Ausbildung voraussichtlich dauern? Bis zum Jahr 2015. Und mit welchen Erwartungen gehen Sie rein? Ja, dass ich es schaffe, ne? Und dass ich meinen Spaß habe und viel lerne. Okay, Sie sind hier in Hameln zur Schule gegangen? Ja, ich war jetzt ein Jahr auf der Eugen-Reinkitz-Schule im Baubereich, habe mich dann auch dazu entschieden, Maurer zu werden. Und wer verzweifelt einen Handwerker sucht, hier hätte er sich ihn mal eben herausgreifen können in Hameln in der Fußgängerzone an diesem Samstagumzug. Wie gesagt, die Auftragslage ist gut im Weserbergland und man muss schon wieder auf den Handwerker warten. Gerade auch im Baugewerbe geht es bergauf, wie Kreishandwerkermeister Steinmann sagte. Und das ist ja eigentlich ein sehr guter Indikator für die wirtschaftliche Lage. Also ist der Ausblick auf das nächste Jahr 2014 gar nicht so schlecht, wenn man den Angaben hier aus dem Weserbergland glauben darf, dass traditionell von mittelständischen Handwerksbetrieben geprägt ist und damit auch immer etwas seine Konjunkturunabhängigkeit bewiesen hat. Schauen wir weiterhin diesem Umzug zu. Vielleicht ist der eine oder andere Ihnen wohlbekannte Handwerker dabei. Am Abend übrigens feierten die Meister, Gesellen und Lehrlinge einträchtig in der Sumpfblume. Sie hatten ja allen Grund zum Feiern.